is my first and last mistake. Servus, wir sind's wieder, eure Shisha Devils. Und dieses Mal sind wir jetzt schon beim dritten Türchen. Als erstes heizen wir jetzt mal die Shisha an. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück, haben die Shisha jetzt halbwegs angeheizt, raucht schon mal gut, raucht schnell, ist direkt gekommen der Rauch. Wir haben von Start Now den Blue Santa Fe im dritten Türchen gehabt. Wie ihr schon gehört habt, wir haben jetzt das dritte Türchen geöffnet, also kommt wieder eine Tabakvorstellung. Wir haben einmal hier die Dose vom Adventskalender und dann halt die normale Dose. Kennt man von Start Now. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Der Tabak ist ultimativ geil. Also abnormal. Der ist richtig kühl. Man schmeckt Datteln. Man. Oh. Geil. Das ist einfach pervers. Also. Geil. Mir wurde gesagt, als ich den gekauft habe, da schmeckt. Also da sind Datteln drin, also Dattelaroma und. Ja. Das ist extrem geil. Also man schmeckt auf jeden Fall. Ich rauche selten einen neuen Tabak und denke mir dann gleich so, boah, ist der geil. Also der ist abnormal. Ja, ich habe. Also hier nochmal die Packung. Von oben. Da kosten euch 200 Gramm 13,90 €. Und der heißt von Start Now, Blue Santa Fe, und dann steht unten drunter Blizzard. Also der ist richtig geil. Heißt der Blizzard, also es sind auch Eiswürfel drauf und genau danach schmeckt es. Also es ist richtig, richtig schön kühl. Minze, oh geil. Ich muss sagen, wenn ich den Rauch, Durchzug, also top, geile Rauchentwicklung. Es drückt nicht. Kratzen tut's auf gar keinen Fall. Es geht einfach richtig schön die Lunge runter. Es ist richtig. Und also ich muss sagen, richtig geiler Tabak. Auf jeden Fall noch kurz zu unserem Setup mal wieder. Wir haben hier wieder unsere Kaya, die Elox Edition mit zwei Schläuchen. Er raucht gerade mit einem Devil Smoke Glasmundstück. Das ist extrem Premium. Das ist so übelst nice. Das ist richtig geil. Und ich rauche wieder mit meinem Kaya Shisha Mundstück. Auf jeden Fall richtig heftig. Der Tabak ist abnormal. Top. Also wir haben ja im letzten Video eine Traube gehabt. Der war in dem Kopf jetzt nicht so das Nonplusultra. Der Tabak, der geht da drin richtig ab. Der ist wie für den Kopf gemacht. Richtig geil. Ich weiß jetzt nicht, wie er bei unseren anderen Köpfen ist. Ich rauche den jetzt zum ersten Mal in dem Kopf und der Kopf passt da perfekt dazu. Wir haben wieder diesen 12-Loch-Kopf von Caesar. Seitlich platzierte Löcher im Dreierteam, kann man so sagen. Genau. Und ja, auf jeden Fall richtig geiler Tabak, muss ich sagen. Der ist schön kühl. Nach was riecht der? Oh. Ich kann es gar nicht richtig schmecken. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also er riecht geil. Schmecken tut er viel geiler. Ohne Witz. Riech mal dran. Er schmeckt eindeutig richtig. Okay. Also, der Geruch? Ist geil, aber er überzeugt mich nicht so sehr. Also wenn ich ihn nur riechen würde, würde ich ihn nicht kaufen. Aber der Geschmack, alter Schwede, der ist richtig geil. Also man riecht auch nicht das raus, wo man raus schmeckt, so. Diese Datteln oder das riecht man nicht raus, so. Aber man schmeckt halt ein richtig, oh, richtig geil. Das ist auch nicht so, dass es zu schwer ist oder so. Die Minze lockert das Ganze ein bisschen auf. Macht die ganze Sache frisch, schön zum Rauchen, liegt nicht schwer oder so im Mund, der geht richtig schön in den Mund rein, in die Lunge, über die Zunge, richtig geiles Teil. Das ist, wir haben so schon Datteln gegessen, auch in Dubai, waren richtig geil auf jeden Fall, ich mag Datteln sehr, aber ich habe es mir so schwerer vorgestellt zu rauchen, aber das ist richtig geschmeidig, das ist einfach richtig. Auf jeden Fall, die Datteln, wenn du davon abbeißt, oh, die geiler Geschmack auf jeden Fall, den Geschmack erkenne ich da drin auf jeden Fall wieder. So, aber es liegt so ein bisschen schwer, also ist eine schwere Frucht, nicht so wie eine Wassermelone oder Honigmelone, wie auch immer. Aber der lässt sich so geil rauchen, das ist Bombe. Also ich empfehle euch den auf jeden Fall zu kaufen,
Ey, 200 Gramm, 13,90 € kann man nichts sagen. Auf jeden Fall, der Durchzug ist mit dem Tabak, ey. Heftig. Der Durchzug ist sowieso heftig, klar. Das ist halt so, das liegt auch an der Shisha. Aber mit dem Tabak, der Rauch, der füllt einfach deine Lunge richtig geil aus. Das ist einfach richtig geil. Der, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es jetzt im Video rüberkommt, aber der heizt Bombe. Der, wirklich, der heizt wie... Hast du noch nicht gesehen. Hast du nicht gesehen. Also... Doch, auf jeden Fall geiler Tabak, empfehle ich euch zu kaufen. So. Ihr könnt mir aber auch unterschreiben, wenn ihr den schon mal geraucht habt, wie ihr den fandet. Wie, ob es bei euch irgendwie gedrückt hat oder wie auch immer, bei uns ist gerade top. Also vielleicht liegt es auch in unserem Kopfbau, weiß ich nicht, Kohle platziert. Wir sind einfach. Wir haben die Kohle halt mittelmäßig platziert, nicht ganz innen, nicht ganz außen, einfach in der Mitte. Und damit lässt sich auf jeden Fall top rauchen. Wir haben, wie letztes Mal im ersten Video schon gesagt, wir rauchen immer noch mit der Tom Kokoschka Premium Goldkohle. Genau. Die lässt sich eigentlich echt gut rauchen. Und ja, ich nehme nochmal zu. Boah, Bombe. Das ist auf jeden Fall so ein richtiger, wenn man den drauf so langsam rauslässt, so ein richtig geschmeidiger Geschmack. Und dann diese Minznote, die, oder diese Eisnote, die dann hinten dran kommt, die ist richtig geil einfach. Das richtig. Gibt so einen richtig, das macht es besonders. Ist auf jeden Fall ein besonderer Tabak, würde ich sagen. Generell starten auch, machen echt gute Tabaks, aber ich bin nicht von jedem so super überzeugt. Aber der haut es einfach raus. Ist echt so. Egal wie tief du einatmest, egal wie lange du ziehst, egal wie stark, der Tabak ist überall durchgehend frisch. Er kratzt kein bisschen, er ist einfach durchgehend frisch. Richtig top, auf jeden Fall. Also ich habe schon viele Tabaks von Start Now geraucht und es war nicht immer alles so gut. Also es gab natürlich ein paar geile Flavors, gibt es bei jedem Tabak. Aber ansonsten war für mich Start Now so, wenn ich nicht genug Geld in der Tasche habe für einen Premium-Tabak sozusagen. So ist halt ein bisschen billiger Tabak, 13,90 € so ein Standard-Tabak halt, aber der haut's raus. Also Blue Santa Fe auf jeden Fall kaufen. Ja, auf jeden Fall von uns. Eine Kaufempfehlung ist da. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall... Ja, wir gehen gerade extrem auf den Tabak ab, aber der ist halt auch extrem. Der ist wirklich geil. Das soll jetzt nicht gehypt sein oder so. Wir kaufen uns den Tabak selber. Wir kriegen da nichts gesponsert oder so. Wir haben jetzt auch gerade erst angefangen. Wir holen die alle selber und ich muss sagen, kauft euch den. Ich kann es nicht oft genug sagen, kauft euch den. Der schmeckt richtig geil. So, und jetzt denke ich, kommen wir wieder zum Ende. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.